Abi gemacht habe, bin ich jetzt in Bonn an der juristischen Fakultät im ersten Semester und studiere halt Rechtswissenschaften. Läuft gut. Ich mache aktuell gerade Abi, bin in der Q2, also im letzten Jahr. Aktuell mache ich mein Fachabi auf dem Berufskolleg in Siegburg. Ich habe eine Ausbildung angefangen als Verkäufer, die habe ich mit 1 abgeschlossen. Dann habe ich direkt danach den Kaufmann auch dran gegangen, den habe ich mit 3 bestanden. Jetzt bin ich fertig mit meiner Lehre und bin momentan erster stellvertretender Marktleiter. Aktuell mache ich mein Abitur. Ja, also aktuell mache ich den Fachinformatiker für Systemintegration bei der CONET in Hennef. Ich war schon mir in der 7. Klasse schon sicher, als ich die Lehrer hier schon gesehen habe, dachte ich mir, denen macht das so Spaß hier zu sein, ich will genauso werden. Und das hat mich dazu gebracht, auch das Abitur zu machen und danach hoffentlich auch das Lehramtsstudium. Also so meine liebste Erinnerung in der Realschulzeit ist, glaube ich, die 7. Klasse. Und das ist ja das Jahr, wo ich dann gewechselt bin vom Gymnasium hin. Und dann der erste Kontakt in der Klassenfahrt. Also da ist man dann wirklich ins Gespräch gekommen mit den Klassenkameraden. Man hatte Kontakt zu denen. Man hat viel unternommen. Man hatte total Spaß. Und das war ein super Einstieg hierhin. Und hat auf jeden Fall Freundschaften dadurch geschlossen, die bis heute immer noch bestehen. Ich erinnere mich am liebsten daran, was für ein Zusammenhalt hier war. Die Schule, die Kommunikation zwischen Schüler und Lehrer, an meine Stufe, es war eine super tolle Stufe, an die ganzen AGs, bei denen ich auch mit dabei war. Ich erinnere mich super gerne daran. Enge Beziehung zwischen Lehrer und Schüler. Das war etwas, was man jetzt zum Beispiel am Gymnasium, am Abitur nicht hatte. Vor allem auch die Hilfe, auf die man zählen konnte während der ganzen Zeit. Also man fühlte sich immer unterstützt. Ich habe hier sehr viel mitgenommen, also nicht nur Wert und Norm, sondern auch Wissen, was ich heute komplett noch von Gebrauch habe. Allein schon in der Oberstufe anzukommen, zu wissen, ja okay, das habe ich schon hier in der Realschule gelernt, ich habe schon einen kleinen Vorteil gehabt in der Oberstufe, das war mega, also was man hier gelernt hat, bleibt auch. Auch das soziale Lernen im Unterricht, dass wir einfach uns immer austauschen konnten darüber, was wir machen möchten, was es für Probleme gab, es hat mich schon Schritte weitergebracht, einfach nur über das Leben zu reden und das Erwachsenwerden hier hat mich einfach geprägt. Also das Besondere an der Schule war, also auf jeden Fall die Lehrer. Also ich habe sehr, sehr viele Lieblingslehrer auf dieser Schule. Der Umgang miteinander. Also wir haben ja auch so Programme wie das Anti-Mobbing, die Anti-Mobbing-Crew und Streitschlichter. Und bei denen war ich ja eben auch und darüber habe ich dann den Umgang mit anderen Personen nochmal aus einem anderen Blickwinkel gesehen und so die soziale Interaktion mit anderen Leuten nochmal anders aufnehmen können. Also das hat einen schon verändert. Ja. Die Aktivitäten, die uns angeboten haben, zum Beispiel dieses bilinguale Lernen, soziales Lernen oder auch diese Berufsorientierung, das war sehr wichtig. Es gab hier nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Ich denke mal, das hat jeder. Und so wie ich jetzt hier sitze, dafür ist die Alfred-Delp-Realschule auch definitiv verantwortlich. Ich habe mich schon vorher für Computer und so interessiert und über die Praktika, die eben stattgefunden haben, bin ich dann in der Entscheidung noch sicherer geworden, dass ich sowas auch in die Richtung nach der Schule machen möchte. Und dadurch hat die Realschule schon einen großen Einfluss gehabt. Es wurden immer Gespräche geführt, es sind viele gekommen, viele Betriebe, wie zum Beispiel die Sparkasse, die Sachen vorgestellt haben, die ihr Betrieb vorgestellt haben. Wir waren auf vielen Messen, wir konnten gut mit Lehrern drüber reden und Lehrer haben uns auch schon eine Perspektive gegeben. Ich hatte auch Erdkunde auf Englisch. Und ich muss sagen, diese ganzen Vokabeln in Englisch, in Kunstgeschichte, in Erdkunde, das hat mich sozusagen sehr geprägt, weil ich habe jetzt auch im Abi Englisch LK gewählt
Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich sehr, sehr gut weiterkomme. Ich hatte einfach nicht nur wie alle anderen diesen Standard-Englischunterricht, wo ich die Grundlagen kennenlerne, sondern ich hatte einfach noch viele Perspektiven. Ich konnte in Erdkunde konnte ich mehr Wörter lernen. Ich hatte einfach viel mehr Wissen. Und jetzt bin ich einfach auf einem höheren Stand im Englischen. Und das habe ich auch jetzt, während ich mein Abitur mache, gemerkt, dass ich einfach viele Vorteile rausgezogen habe. Jetzt nach den einigen Monaten in der Ausbildung kann ich definitiv sagen, das war absolut die richtige Entscheidung. Es macht mir super viel Spaß und ich bin froh, dass ich von der Schule so unterstützt worden bin, dass ich jetzt die Ausbildung mache. Ich kann die Realschule sehr als Lern- und weiterempfehlen, weil wie gesagt, es gibt ja nicht nur an sich den Stoff, den man hier lernt, um sein Berufsleben oder sein Leben in Zukunft aufzubauen, sondern es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, die angeboten werden. Dadurch, dass die Lehrer so offen waren und auch meine Meinung wissen wollten und auch meine Mitschüler mich sozusagen akzeptiert haben, konnte ich mich immer frei entfalten. Als Lernort war das für mich besonders gut hier, weil ich glaube, hier habe ich gelernt, offen zu sein und für mich selber dazustehen und zu sprechen und einfach ich zu sein.